um vor der Strahlung eines geplanten Mobilfunksenders in Wolfratshausen geschützt zu sein, beantragten Anwohner den Bau entsprechender Abstirnmaßnahmen. Der Bundesfinanzhof in München lehnte den Antrag der Bürger per gerichtlichen Beschluss ab. In der Begründung hieß es, die Notwendigkeit solcher Maßnahmen müsse zuvor durch ein amtsärztliches Gutachten belegt werden. Das zuständige Gesundheitsamt weigerte sich jedoch, entsprechende Untersuchungen durchzuführen. Den Amtsärzten sei von der bayerischen Landesregierung verboten worden, bei Berichten über gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit Mobilfunksendern aktiv zu werden, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes. Nach Aussage der Bürgerinitiative zum Schutz vor Elektrosmog unterdrückt die Landesregierung in Bayern seit Jahren besorgte Meldungen von Ärzten, die im Umfeld von Senderanlagen eine Häufung von strahlenbedingten Krankheitssymptomen beobachten. Zudem weise die Regierung ihre medizinischen Beamten an, zugunsten der Mobilfunkindustrie gegen das Gesundheits- und Verbraucherschutzgesetz und das ärztliche Gelöbnis zu verstoßen.